Wir scheinen uns eventuell mit unserer Aktion gerade eben keine Freunde gemacht zu haben. Hoffentlich werden wir jetzt nicht am Lagerausgang da hinten zusammengeprügelt. Ach, ich wollte mich ja schlafen legen. Eieiei. Aber jetzt auch schon wieder... Ach, was, wir gehen jetzt eh in die Mine. Ich würde sagen, wenn es dann gleich zu dunkel wird für euch zum Zuschauen, zauber ich einfach mal ein Licht. Und wir laufen fix zur alten Mine, die ist nämlich gut erleuchtet. Und dann sparen wir uns jetzt einen Rückweg zu irgendeinem blöden Bett. Hoffentlich geht das jetzt hier... Ah, eine Steinwurzel. Hoffentlich geht das jetzt hier gut. Ach, warte. Hey, Jungs. Braucht da ein bisschen Kraut, hm? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Alles klar, Mann. Man sieht sich. So. Wir gehen hier raus und müssen den Weg nach links einschlagen, während über uns schon der Himmel seine Sterne offenbart. Keine Wolke am Himmel. Wir können ja eigentlich schon mal den Lichtzauber auf einen unserer Hotkeys legen. Das wäre jetzt die 5. Da sieht man schon den kleinen Lichtball. Der wird dann über unserem Kopf erscheinen, wenn es zu dunkel wird. Und dann könnt ihr auch alle schön weiter zuschauen. Ja. So, noch einen kleinen Moment können wir erwarten. Noch sieht man ja hier am Firmament ein rötliches Glühen. Ja, da hinten das alte Lager. Großartig. So. Blutfliegen. Gut, bevor wir dann in der kompletten Dunkelheit sind, würde ich sagen, zack, machen wir mal das Licht an, damit wir nicht im Dunkeln kämpfen müssen. Und stalten den Blutfliegen hier mal einen Besuch ab. Kommt her, ihr Süßen. So, Nummer 1. Nummer 2 und Nummer 3 kommt auch. So. Alles klar. Wieder mal 210 Erfahrungspunkte für Lau bekommen. Was ist da hinten? Da hinten sind Moleratz. Und dann bewegen wir unseren Hintern mal hier rüber über die Brücke. Biegen dann nach links ab und dort hinten geradezu ist auch schon... Ist auch schon die alte Mine. Und da werden wir sicherlich auch noch einige Dinge zu tun haben. Und nochmal 150 Erfahrungspunkte to go. Mal schauen, was in dieser Höhle hier so abgeht. Man weiß immer nicht, von welchen Tieren solche Höhlen hier bewohnt sind, aber die sieht unbewohnt aus. Und sie scheint auch kein Geheimnis zu birgen in Form eines Gegenstandes oder einer Quest. Wir weiden hier noch schnell das Fleisch aus, pflücken den Seraphis und bewegen uns weiter Richtung Mine. Joa. Ah, Scavenger. Die können wir eigentlich auch noch fix überraschen. Die wollten sich wahrscheinlich schlafen legen. Jetzt werdet ihr für immer schlafen. Jawoll. Überhaupt keine Probleme mehr für uns, ja? Die Monster. Aber lasst euch davon nicht täuschen, ja? Es wird sehr schnell wieder Monster geben, die uns durchaus an den Kragen wollen und uns auch durchaus genug Schaden zufügen können. Ja, also es ist nicht so, dass das Spiel jetzt irgendwie leichter wird, je länger wir es spielen. Also ich persönlich finde ja dieses Spiel generell als Rollenspiel anspruchsvoll. Und das wird auch so bleiben. Also das Spiel wird eigentlich eher schwerer als leichter. Obwohl, gut, der Anfang ist halt gerade eigentlich sehr schwer. So, wir müssen, wenn ich mich richtig erinnere, hier irgendwo auf die alte Mine stoßen. Oder vielleicht ist das auch der Weg der... Ach, hier natürlich. Genau, da gehen wir mal noch nicht hoch. Da werden wir einmal später hochgehen. Und wir bewegen uns jetzt hier zur Mine des alten Lagers. Hier sind so ein bisschen die Vorhütten, ne? Und schaut euch mal den megamäßig geilen Feuereffekt an. Ja? Ich fand den früher geil und ich finde ihn heute geil. Ja? So, zwei Templer stehen davor, ist ja klar. Nämlich die haben wir auch schon angesprochen. Die haben uns nämlich gesagt, wie man das Sekret der Zangen pflücken kann. Wir könnten ja hier mal an der Winde drehen.
Wer weiß, was es bringt. Glauben, was man hört. Joa, scheinbar erstmal nischt. Außer, dass die Mine zu ist. Habe ich das jetzt vielleicht gerade mit der Winde gemacht? Wir können mal ein bisschen Erz hacken. Vielleicht finden wir ja einen Klumpen. Ha, es könnte sein, dass ich jetzt gerade mit der Winde die Mine zugemacht habe. Das wäre natürlich doof. So, keinen Klumpen gefunden. Dann benutzen wir die Winde mal nochmal. Ich weiß nicht mehr genau, ob das irgendwie zusammenhing. Mal gucken. Zack, Winde wieder benutzt. Ach, und da geht das wirklich auf. Okay, war eine blöde Idee, die Winde zu benutzen. Dann bewegen wir uns jetzt einfach mal in die Mine. Wahrscheinlich wird das... Das wird jetzt einen Szenewechsel geben. Er wird die Welt neu laden. Und ich hoffe, dass unser Aufnahmeprogramm dann nicht irgendwie aufhört. Deshalb an der Stelle einfach mal gespeichert. Ja, mal sehen, wo es uns jetzt hinführt, so. Mit diesem Bild. Standbild. Hoffentlich ist das Spiel nicht eingefroren. Der Ladebildschirm. Ich vermisse ihn ein wenig. Tja. Ich höre auch nicht, dass das CD-ROM-Laufwerk sich jetzt hier irgendwie melden würde. Warten wir mal noch einen Moment. Eigentlich müsste es ja verstanden gehen. Ja, und dieses Lager, das ist halt, nicht das Lager, die Mine, die ist halt aufgebaut wie eine echte Mine halt auch. Von oben nach unten hat sich halt jemand einen Stollen in den Berg gegraben. Und, ich glaube fast, das geht hier jetzt gerade nicht mehr weiter. Dann breche ich die Aufnahme an der Stelle mal ab. Glücklicherweise haben wir vorher gespeichert. Und probiere es einfach sofort danach nochmal weiter. Ansonsten erstmal an dieser Stelle, bis nächste Mal und, tschüss.